Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute ein ganz, ganz tolles, schönes, wirklich tolles kleines Gästegoodie, einen kleinen Gruß oder ein kleines Dankeschön und zeige euch heute verschiedene Ideen, verschiedene Varianten und auch verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr zum Beispiel keine Big Shot habt, was ihr da machen könnt und wenn ihr eine Big Shot habt, dann was ihr auch machen könnt. Also so eine kleine Mischung wird es heute. Und die Idee dahinter ist ja im Moment, dass wir ja in, ich sag mal, Ausnahmezeiten leben, Thema Corona. Vielleicht seht ihr das Video auch erst später und es ist hoffentlich alles vorbei. Aber was ich mir halt gedacht habe, ich mache noch viele kleine Goodies oder kleine Dankeschöns, die ich an Verkäuferinnen verteile. Ich habe auch einige, also ziemlich viele kleine Grüße gemacht. Ich zeige euch auch noch ein bisschen mehr. Ich habe hier wirklich noch einen Teil und hier ist nochmal ein großer Teil. Also ich habe wirklich, wirklich viele davon gemacht und habe mir gedacht, ich stelle einfach ein paar kleine Grüße noch vor die Haustüren von meinen Freundinnen und ja, einfach so ein bisschen trotzdem ja, kontaktlosen Kontakt halten. Aber ihr könnt es natürlich auch nutzen, zum Beispiel wenn ihr eine Feier habt und das als Gästegoodie, als Gastgeschenk auf den Tisch stellt, könntet ihr zum Beispiel auch natürlich den Namen da drauf schreiben, hier auf den kleinen Gruß oder ihr schreibt, macht so einen Spruch, schön, dass du da bist oder so. Also das kann man natürlich auch für sowas total gut ummünzen und hat mal, finde ich, eine schöne farbenfrohe Deko, aber man könnte es natürlich auch ganz einheitlich gestalten und zum Beispiel alle in einem Farbton machen. Oder ihr könntet das zum Beispiel auch so machen, wie hier, dass ihr quasi die beiden Farben unterschiedlich draufsetzt. Also einmal die Hauptfarbe, wenn jetzt hier Himbeerrot ist zum Beispiel im Hintergrund, seht ihr, das Hintergrundblütenteil ist Himbeerrot und das darüber ist Brombeermus und hier ist eben Brombeermus als Hintergrund und Himmelrot drüber. Das wäre natürlich auch eine Variante, wenn ihr nur diese beiden Farben haben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch so gestalten. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass ich auch mit Stanzen gearbeitet habe, also hier mit der Gänseblümchenstanze zum Beispiel. Dann habe ich es auch mit zweifarbiger Gänseblümchenstanze gestanzt. Ist mal eine ganz andere Idee, finde ich. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass ich es mit der dreiblättrigen Blüte auch noch gemacht habe. Das ist jetzt Flieder, das kommt jetzt ziemlich weiß raus im Bild, aber es ist eigentlich so ein Fliederton und einfach auch nochmal ein bisschen was anderes gemacht. Aber meine hauptsächlichen Goodies habe ich mit den Mohnblüten gemacht, weil ich die einfach total schön finde. Und ich habe euch eben zu diesem Thema auch noch zwei andere Sachen gezeigt, und zwar einmal diese Verpackung hier. Da ist so eine tolle Badekugel drin. Das ist halt ein bisschen ein größeres Dankeschön-Geschenk, das man schön vor die Tür stellen könnte. Oder einfach mal so, wenn man irgendwo eingeladen ist, mitbringen kann. Und dazu die passende Karte habe ich euch auch schon gezeigt. Einfach so ein kleines Dankeschön für all deine kleinen und großen Taten. Du bist wunderbar. Das kann man natürlich super kombinieren. Und die beiden Videos verlinke ich euch jetzt hier oben unter dem weißen i. Also zuerst mal die Verpackung. Hier ist noch ein bisschen anderes Design. Genau, und dann eben noch die Karte habe ich euch auch aufgenommen. Und irgendwie passt es eben ganz gut dazu und deswegen wollte ich euch diese ganzen kleinen Goodies auch noch zeigen und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. So, und ich habe mir jetzt aus diesen drei Farbkartonen schon ein bisschen was hergerichtet. Und zwar einmal habe ich Flüsterweiß genommen, das sind immer die Bestellnummern, die halte ich euch kurz ins Bild. Dann Farbkarton in Pergament und Farbkarton in Olivgrün. Und mit diesen drei habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet, weil wenn ich in so Massenproduktionen bin wie jetzt gerade, dann stanze ich halt immer alles nacheinander aus und dann stempel ich vorher alles und so. Und was ich eben jetzt schon gemacht habe, ist, dass ich mir einmal mit dieser großen Stanze, ich habe den Namen noch da, die heißt Entzückendes Etikett. Das hier ist die Bestellnummer. Mit dieser Stanze habe ich mir einfach aus dem Pergamentpapier einmal dieses große Etikett ausgestanzt. Das ist immer der Hintergrund von meinen ganzen Goodies. Und dann habe ich mir mit der Blätterzweigstanze, also mit dieser dreiblättrigen Stanze und mit der Zierzweigstanze, das ist diese Stanze, aus dem Farbkarton Olivgrün einfach schon mal die Zweige ausgestanzt. Und bei dem Blätterzweig habe ich es dann so gemacht, dass ich mir den einfach so ein bisschen nach oben gebogen habe, dass der noch so ein bisschen Dimension kriegt und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Form. Und was ich dann noch gemacht habe, ist einfach auf Flüsterweißpapier mir mit der Farbe Espresso
einen Gruß aufgestempelt habe. Und da ist es jetzt im Prinzip egal, was ihr im Stempelregal habt oder was ihr auch machen wollt, zum Beispiel ein Dankeschön oder einen kleinen Gruß. Ich habe jetzt hier ältere Stempels jetzt verwendet, ihr könnt da einfach nehmen, was ihr wollt. Oder wie gesagt, wenn ihr das als Goodies machen wollt für die Hochzeit oder so, könnt ihr natürlich da auch einfach den Namen vom Gast draufschreiben. Das ist auch immer ganz schön. Und dann habe ich mir das Ganze noch mit der Stanze klassisches Etikett ausgestanzt. Das ist einfach deswegen so toll, weil das immer so schmale Sprüche total schön ausstanzt und ich mag das einfach gern. Man könnte das auch abschrägen hinten und dann eine andere Form machen, aber ich finde, das ist immer eine super Stanze für solche Sachen. Für so kleine Goodies ist das immer perfekt. Genau, das ist alles, was ich schon vorbereitet habe und wir machen jetzt das erste Mal die Variante mit der Big Shot. Und da nehme ich mir jetzt die Stanzformen Mohnblüten raus und da habe ich mir drei Stanzformen ausgesucht und zwar einmal diese kleine Blüte mit diesem, oh, aber seid ihr gar nicht im Bild. Einmal diese kleine Blüte mit diesem Umriss, einmal die volle Blüte sozusagen und dann noch dieses kleinere Teil für die Blüten mitten, das mache ich in schwarz. Und von den Farben habe ich jetzt hier ausgesucht Flieder, Himbeerrot und wie gesagt schwarz, aber da könnt ihr ja gucken, was euch am besten gefällt. Ihr habt ja jetzt ganz viele Beispiele gesehen, wie man das machen kann, mit welchen Farben. Und da sucht ihr einfach aus, was euch am besten gefällt oder was vielleicht zur Tischdeko passt oder so. Und dann löse ich mir das einfach mit so einem kleinen Nadelchen hier raus und habe hier eben einmal diese Blütenmitte, einmal die Blüte so außenrum gestanzt, das finde ich total schön, weil das so edel ist, und eben einmal diese Blütenmitte. So, ich packe das mal kurz auf die Seite und dann klebt man das gleich zusammen und haben schon unsere Blüte fertig. So, jetzt haben wir unsere drei Teile und jetzt klebe ich mir das einfach mit einem Flüssigkleber so auf. Ich mache das immer so, dass ich mir hier nur in der Mitte einen kleinen Punkt, das ist jetzt ein bisschen viel, Flüssigkleber drauf mache und das setze ich dann auf meine Blüte auf. Und dieser Außenrand, also dieses Außenrum hier, das klebe ich gar nicht fest. Ich finde, es reicht völlig und ich finde es auch schön, wenn das so ein kleines bisschen absteht. Und auch auf diese Mitte mache ich noch einen Punkt und klebe mir das hier noch in die Mitte schön auf. Also da reicht wirklich ganz wenig Kleber, aber wenn es euch ein bisschen an der Seite rauskommt, weil ihr vielleicht auch ein bisschen zu viel erwischt habt, dann trocknet der durchsichtig ab, also das ist dann nicht so schlimm. Ich muss noch ein bisschen weiter rausgehen, ihr seid jetzt doch ein bisschen, hoppla, falsche Richtung. Nicht, dass es ganz so arg wackelt. Genau, also die Blüte ist jetzt an sich schon fertig. In der Kamera kommt es relativ weiß raus, aber das ist so ein Fliederton, also das sieht schon sehr schön aus, das passt gut zusammen. Dann nehme ich mir einfach ein Dimensional, also so ein Abstandskleber, setze mir das hinten auf meine Blüte auf. Und klebe mir das dann so leicht schräg auf mein Etikett, das ich mir eben in Pergamentpapier ausgestanzt habe. Und dann nehme ich mir noch die kleinen Mini-Klebepunkte. Also von denen braucht ihr wirklich viele, wenn ihr viele macht. Die gehen ganz schön drauf, glaube ich. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Snail machen und einer Bastelunterlage und da einfach ein Stück bisschen Snail drauf machen. Aber wenn ihr die Klebepunkte habt, dann ist es natürlich super praktisch. Mit Flüssigkleber geht es natürlich auch, aber das dauert halt immer, bis es dann trocken ist. Und deswegen bevorzuge ich immer sehr die Klebepunkte. Und das eine Blatt mache ich mir hier oben so hinter die Blüte und das andere hier so diesen Zweig hier so nach unten. Und dann habe ich es auch noch so gemacht, dass ich meinen Spruch immer so aufgestempelt habe, dass der so ein bisschen leicht nach rechts versetzt ist. Dass ich einfach hier noch ein bisschen Klebefläche habe. Und da mache ich jetzt auch einfach nochmal so einen Klebepunkt drauf. Aber leider wollte nicht. Und kann mir den, seht ihr den überhaupt? Ich glaube, ihr seht den gar nicht. Das ist jetzt einfach so ein durchsichtiger Klebepunkt da drauf. Nee, die Kamera fängt den kaum ein. Und den kann ich mir dann einfach hier hinten noch unter die Blüte kleben. Und so sieht dann mein komplettes Etikett aus. Dann schnappe ich mir einfach irgendeine Verpackung von meinen Schokoladen und kann es mir hier einfach draufkleben. Und da benutze ich jetzt auch den Snail und mache es einfach nur so, dass ich mir hier hinten so einen Klebestreifen drauf mache und mir dann das ganze Etikett auf meine Schokolade klebe. Und so sieht es dann wunderschön aus. Das hat jetzt noch so ein bisschen durchscheinenden Effekt von der Schokolade an sich und passt aber total schön, finde ich. Also ich finde das mit den Mohnblüten einfach wunderschön. Ich hoffe, euch gefällt es auch so gut wie mir. Und wie gesagt, farbtechnisch, da könnt ihr euch total austoben. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel Kürbisgelb und Safrangelb genommen. Finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Kombination. Hier ist wieder Safrangelb und Gelb im Hintergrund und Mangogelb oben drüber.
passt auch ganz gut zu dem Blau. Also ich habe immer ein bisschen versucht, dass man das auf der, dass die Schokolade auch zum Blüte passt. Hier ist Kalypso und Siegelrot. Hier ist zum Beispiel Mangogelb und Kürbisgelb. Also Kürbisgelb, ja. Und genau, hier wie gesagt schon Brombeermus und Himbeerrot nochmal kombiniert und so. Also da, ja, da könnt ihr eigentlich alles machen, was ihr wollt. Ich habe es auch immer so gemacht, dass ich beide Blüten zusammen durchgestanzt habe und danach die aufeinander geklebt habe und da einfach durchgewechselt habe, wie es mir am besten gefallen hat. Und vom Spruch her, wie gesagt, da könnt ihr jetzt auch so ein Dankeschön oder so verwenden. Das ist ganz euch überlassen, was ihr da eben braucht. Und jetzt habe ich mir gedacht, machen wir noch eine weitere Variante mit Stanzen. Einfach für jeden, der keine Big Shot hat, dass wir da noch ein bisschen was machen. Und da könnt ihr euch auch genauso farblich austoben. Ich wollte jetzt aber noch was Schlichtes machen und ich habe ja hier mit den Gänseblümchenstanzen gearbeitet. Und zwar einmal mit der großen und mit der kleinen. Und jetzt würde ich es noch ein bisschen anders machen. Jetzt ist es eben hier mit, nur mit Weiß. Das passt auch sehr gut zu dieser Hintergrundfarbe. Das ist so eine Sonderedition, da gibt es noch so ein bisschen andere Töne. Und deswegen machen wir jetzt auch einfach mit den Gänseblümchen mal weiter. Ich schnappe mir jetzt mal das kleine, also eigentlich das mittelgroße Gänseblümchen, aber das ist eben das kleinere von den beiden. Und ich nehme mir jetzt als Farbe, ich glaube, ich nehme mir jetzt Flüsterweiß als Farbe. Und stanze mir einfach zwei kleine aus. Und dann nehme ich mir auch gleich nochmal das große Gänseblümchen und stanze mir mal nochmal zwei große aus. Und jetzt sieht man nämlich auch gleich einen Unterschied. Manchmal verhakt sich das so ein bisschen im Papier. Da stanze ich das dann einfach nochmal aus, dann kann ich die Stanze gut rausnehmen. Mache das dann über meinen Mülleimer so nochmal ein paar Mal ausstanzen und kann mir das dann gleich nochmal ausstanzen. Falls ihr auch manchmal dieses Verhaken-Problem habt, dass sich das hier ein bisschen verhakt, dann einfach, wie gesagt, am besten über Mülleimer noch, sonst haben wir überall die kleinen Teilchen, das Nachstanzen. Genau. Und was ich jetzt hier mache, ist auf jeden Fall, dass ich mir mein Papierfalter schnappe und hier so ganz leicht mit meinem Daumen, ich halte mir das hier fest, das Blatt, und dann gehe ich mit dem Daumen und mit dem Papierfalter spanne ich mir mein Papier so zwischen rein und forme mir das so ein bisschen nach oben. Ich zeige es euch mal von dieser Seite. Da sieht man, wie füllig das dann plötzlich wird. Und das kann man natürlich fester oder leichter machen. Oder nur in den äußeren Spitzen, so wie jetzt hier in dem Beispiel. Und ihr müsst halt einfach nur ein bisschen aufpassen, dass euch das Papier dann nicht reißt. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, aber das schafft ihr auf jeden Fall. Und das mache ich eben bei den Kleinen auch. Einfach nur, dass die noch ein bisschen Form haben. Wenn das jetzt so stark ist wie hier, das ist ja fast ein bisschen zu krass, kann ich es mir auch wieder ein bisschen zurückfalzen. So. Und die klebe ich mir jetzt einfach mal übereinander. Und hier habe ich es eben so gemacht, dass ich ein kleines und ein großes übereinander geklebt habe. Dann bekommt ihr eben diese Form. Und jetzt möchte ich es aber mal so machen, dass ich für euch einen Vergleich habe. Einfach noch, so ein richtiges Gänseblümchen einfach nur in einer Größe übereinander zu setzen. Und dann nehme ich mir jetzt nochmal die Klebepunkte, mache mir immer auf 1 einen Klebepunkt drauf und klebe mir das dann hier so versetzt auf die zweite Blüte drauf. So. Jetzt haben wir eben mal das Kleine und das Große und das kann man ein bisschen so knicken und biegen. Und bei dem habe ich es so gemacht, dass ich da einfach nur die Perlen drauf gesetzt habe. Da habt ihr verschiedene Größen und da habe ich mir die größten rausgenommen, aber ich finde, die sind immer noch zu klein. Also ich finde, da gehört noch was Größeres drauf. Und entweder macht ihr das jetzt so, dass ihr euch eine kleine Stanze nehmt, also die 1/2-Inch-Kreisstanze benutzen wir jetzt einmal. Und dann nehme ich mir noch ein bisschen Safrangelb vom Papier und stanze mir hier so einen Kreis aus. Das könnt ihr jetzt super in die große Blüte packen, als Beispiel. Oder ihr nehmt euch, so wie ich das jetzt machen werde, diese großen Glitzersteine. Also ich habe jetzt hier die goldene Variante, aber die gibt es natürlich auch in Silber. Und die finde ich passend von der Größe da einfach super drauf. Das ist, finde ich, ein bisschen schöner wie die kleinen Perlen oder kleinen Glitzersteine. Die sind mir da ein bisschen zu klein. Und die, finde ich, passen da perfekt rein. Und das ist ja wieder ein bisschen Geschmackssache, ob ihr lieber Gold oder ihr lieber Silber haben wollt, aber da gibt es eben beide Varianten davon.
Und jetzt haben wir schon zwei total schöne Gänseblümchen, finde ich. Und die können wir jetzt auch mit unserem kleinen Gruß versehen. Da nehme ich mir jetzt nochmal die Dimensionals. Wo habe ich sie jetzt hingeschustert? Hier. Eins aufs Große. Für die Kleine würde ich es jetzt auseinanderschneiden. Das ist mir jetzt fast zu groß. Ziehe mir da hinten drauf die Schutzfolie ab. Und baue mir das jetzt wieder auf mein Pergamentetikett. Und bei der großen sieht man schon, da ist fast das ganze Etikett verdeckt. Also da klebe ich schon so auf, dass man hier noch schön die Form sieht von dem Etikett. Und bei der kleinen, das finde ich jetzt wieder super von der Größe. Das finde ich fast ein bisschen besser als das große. Da finde ich, sieht man das Etikett einfach schön außenrum. Und hier eben einfach noch den kleinen Gruß dazu setzen. Im gleichen Farbton. Finde ich, passt jetzt schon mal sehr gut. Machen wir jetzt auch gleich. Und da muss man nur ein bisschen gucken, dass man das so ein bisschen hinter die Blüten setzt. Also deswegen klebe ich diesen kleinen Kleber auch immer auf die Textseite auf. Vielleicht ist euch das aufgefallen vorher. Man könnte es natürlich auch unten reinkleben. Aber ich mache das immer irgendwie auf die Textseite, weil ich das so ein bisschen hinter die Blüte klebe. Also ich schaue, dass diese Blütenbilder da drüber gehen. Und dass das dann hier so an der Seite rausschaut. Was man natürlich auch machen kann, was sich bestimmt auch super aussieht, ist, wenn man einfach auch den Spruch so ein bisschen biegt. Dann hat er auch noch so ein bisschen Schwung. Das sieht auch total schön aus. Können wir jetzt bei dem auch gleich machen. Schaut einfach schick aus. Habe ich bei dem Dankeschild bei dieser großen Box übrigens auch gemacht. Und dann kommen natürlich noch unsere, ach, hier habe ich sie eigentlich schon, unsere Blätter und Zweige dazu. Damit auch ein bisschen Farbe hier noch dazu kommt. Und da mache ich es tatsächlich auch immer so, dass ich mir das auf die Oberseite quasi klebe und das dann hier unten unter den Blättern so verschwinden lasse. Aber das sieht schon mal sehr schön aus. Das gefällt mir richtig gut mit dem Kleinen. Und die große Blüte finde ich auch sehr schön, aber die ist schon groß. Also die Schokolade ist ja auch klein. Schauen wir mal, wie das dann auf der Schokolade ausschaut. Da würde ich jetzt schöne bunte nehmen natürlich. Wieder so ein bisschen Snail im Hintergrund kleben und dann schauen wir mal, wie das Ganze ausschaut. Also ich finde das auch sehr schön, beide. Die kleine finde ich ganz toll, weil man einfach vom Etikett noch mehr sieht. Und die große ist auch sehr schön, die verdeckt die Schokolade ganz gut. So kommt da nur so ein leichter blauer Schimmer im Hintergrund noch durch. Also kann man genauso gut eben mit der Stanze machen. Und was ich sagen muss, also vielleicht liegt es auch an dem Glitzerstein hier. Wir machen das jetzt mal anders, also ich, wie gesagt, das ist nicht so ganz meins. Wir nehmen da jetzt auch noch so einen goldenen Stein, dann gefällt es mir wahrscheinlich gleich besser. Ja. Was das manchmal ausmacht, oder? Also jetzt ist der goldene größere Glitzerstein da drauf und jetzt finde ich, schaut es richtig toll aus. Also ihr könnt es eben, wie gesagt, groß und klein kombinieren, nur klein oder nur groß, je nachdem, was ihr habt oder was euch eben am besten gefällt. Das sind jetzt so die drei Ideen mit der Gänseblümchenstanze. Und jetzt machen wir noch eine Idee mit einer weiteren Stanze. Und zwar habe ich hier auch mal diese dreiblättrige Blüte benutzt und mit der machen wir das jetzt auch und natürlich auch noch mal ein bisschen anders als hier. Was ich an dieser Stelle noch sagen möchte, ist, dass es zu diesen ganzen Blütenstanzen ja auch immer Stempelsets gibt. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Pop of Petals nehmt und die passende vierblättrige Blüte dazu, könnt ihr auch immer vorher den Stempel aufstempeln und das danach ausstanzen und dann die Blüten übereinander kleben. Bei diesem Dauerblüher, also bei diesen drei bei diesem dreiblättrigen Blütenelement gibt es auch ein Stempelset dazu, da könnt ihr das genauso machen. Erstmal stempeln und dann ausstanzen. Beim Gänseblümchen auch übrigens. Aber einfach um noch ein bisschen andere Wirkung zu bekommen, würde ich sagen, machen wir das jetzt einmal mit dem Pop of Petals mit Stempeln und einmal noch mit dem Dauerblüter mit einer anderen Variante und dann haben wir wirklich ganz schön viele Möglichkeiten ausgeschöpft. Deswegen nehme ich mir jetzt da einfach eine Blüte raus, die mir ganz gut gefällt, von dem Pop of Petals. Das ist die Bestellnummer, wenn ihr das haben möchtet. Und dazu eben diese vierblättrige Blüte als Kombination. Das stempeln wir uns jetzt auch mal. Und dann machen wir den Dauerblüter nachher noch ohne Stempeln.
Und von der Farbe her bleibe ich jetzt einfach bei dem, was wir schon hatten, also bei Himbeerrot und Flieder. Ich nehme jetzt nochmal ein Stück Flieder und stempel mir das Ganze jetzt eben nochmal in Himbeerrot auf, einfach um so ein bisschen einen Kontrast zu haben auch. Hoffentlich war ich jetzt noch im Bild, ich glaube nicht. Ich stempel mir das jetzt hier schnell auf. Zweimal, ihr könnt es auch drei oder viermal machen, also auch hier sind die Varianten unendlich. Und dann nehme ich mir meine Blüte und stanze mir das jetzt mal kurz aus. Hat sich verklemmt. So. Und hier auch. Was klemmt da? Vielleicht ist da ein Papier dazwischen. Muss ich mal nachschauen nachher. Okay, also jetzt haben wir eben die gestempelte Variante. Und die machen wir jetzt auch wieder so mit dem Papierfalter. Einfach nur ein bisschen formen. Da mache ich jetzt ein Blatt nach oben und ein Blatt nach unten, so ganz leicht. Und setze mir das Ganze auch wieder mit einem Klebepunkt übereinander. Halt. Das wird mein Oberteil. So. Wie gesagt, da könnt ihr auch drei nehmen. Das ist jetzt wieder eine kleinere Stanze. Da sehen jetzt auch drei Blüten ganz gut aus schon. Oder man kombiniert es in der Mitte eins ohne Stempeln und zwei mit Stempeln. Also ich könnte heute nicht mehr fertig werden mit Ideen, was man da alles variieren kann. So, dann nehme ich mir wieder mein Etikett. Ich habe ja noch ein paar. Unten rein, setze mir auch wieder Klebepunkte drauf, das kennt ihr ja jetzt schon. Und auch meinen Gruß und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. Das geht ja jetzt wirklich schnell, wenn man schon so viel vorbereitet hat. Aber es ist grundsätzlich auch sowas, was man schnell machen kann. Also vor allem mit Stanzen, wenn ihr natürlich das alles auskurbelt, so wie ich jetzt mit den Mohnblüten, dann braucht das schon ein bisschen Zeit dafür, macht schon ein bisschen Arbeit. Aber wenn ihr das mit Stanzen macht, dann geht das eigentlich immer ganz schnell. Und was ich hier auch wieder machen werde, ist einmal mit dem Snail hinten draufkleben. Ist jetzt auch von der Farbkombination mit dem Gelb ganz schön, finde ich. Und hier fehlt irgendwie auch noch was in der Mitte, so ein bisschen. Also bei den Mondblüten ist es ja dieses schwarze Mittelelement, das ist einfach toll. Und hier bei den Gänseblümchen einfach dieses Glitzerelement. Und deswegen würde ich das jetzt hier auch reinmachen. Möchte ich aber eigentlich gerne in Silber haben. Mal gucken, dann zeige ich euch das in Silber auch noch. Müssen wir schauen, wo ich das habe. Genau, und da nehme ich jetzt eben diese Bestellnummer, das ist die Variante in Silber. Und setze mir hier in der Mitte auch nochmal einen schönen großen Stein auf. Mal gucken, ob der zu groß ist. Boah, der ist schon ganz schön pompös. Also eine Nummer kleiner, finde ich, passt da ganz gut drauf. Ja, das ist hübsch. So, schwuppdiwupp. Haben wir eben nochmal eine Variante mit den Stanzen. Und jetzt machen wir noch eine letzte Variante, natürlich auch im gleichen Farbschema. Und dann nehme ich mir jetzt auch noch mein letztes Papier, Reststück, nehme mir die Stanze Dauerblüher und gehe mir hier nochmal einmal in die helle Farbe. Jetzt schauen wir mal, ob da nochmal eins rausgeht. Manchmal klappt das ja. Ja. Ich mache jetzt hier eine Dreiblättrige, also nicht mehr mit zwei, sondern mit drei. Und gehe mir jetzt aber noch in eine zweite Farbe, und zwar nehme ich jetzt nochmal das Himbeerrot und stanze mir jetzt noch in Himbeerrot eine dritte Blüte aus. So kombiniere ich jetzt auch wieder zwei Farben miteinander. Auch diese Blüten forme ich wieder ein bisschen. Finde ich einfach schöner, wie wenn die so ganz platt sind. Die mache ich jetzt eigentlich alle in eine Richtung. Okay, so. Und jetzt baue ich mir die wieder so zusammen, meine zweite Farbe, also das Himbeerrot, das setze ich jetzt in die Mitte. Und dadurch, dass es jetzt drei sind, gehe ich da jetzt nicht genau übereinander, sondern so leicht versetzt. Und dann nehme ich noch meine zweite Fliederblüte und gehe nochmal oben drüber. So, dann hat man nochmal eine andere Blütenform mit zwei Farben. Und was ich jetzt hier noch mache, ist, dass ich mir, einfach um euch das auch noch zu zeigen, mit einem weißen Marker, das ist so ein Kalkstift, das ist die Bestellnummer, oh Gott, ich glaube, ich komme da gar nicht ins Bild. Ich blende euch das ein, das ist schöner. Und da male ich mir jetzt hier noch ganz leicht so ein bisschen so Blütenblätter drauf. Das kennt ihr schon, ich habe ja dieses Stempelset dazu nicht gekauft.
und mache das deswegen immer mit so einem Stift. Das habe ich ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich glaube, ihr seht das jetzt ganz schlecht. Das hätte man vielleicht machen sollen, bevor man die Blüte zusammenklebt. Wenn ich es jetzt hier auf dem Dunklen mache, dann seht ihr es gleich. Ich zeige es euch gleich von nahem. Also wirklich, hier ist es wirklich sinnvoller, wenn ihr das auch so machen wollt, dass ihr das natürlich macht, bevor ihr das zusammenklebt. Sonst habt ihr nicht so schöne Linien wie ich jetzt hier. Ein bisschen schwieriger. Aber das muss nicht perfekt sein, sondern einfach noch so einen kleinen. Also man sieht es jetzt auch ganz schön auf dem helleren. Seht ihr diese helleren Linien in der Mitte auch? Sieht auch ganz schön aus. Was ich jetzt hier noch verwende, sind diese ganz kleinen, das ist die Bestellnummer, diese kleinen Blüten. Die gibt es in drei Farben. Dann nehme ich mir jetzt diese dunkle Blüte raus und setze mir das noch als kleinen Hingucker in die Mitte. Dann habt ihr noch einen weiteren Vergleich und könnt dann gucken, was euch am besten gefällt. Und auch hier wieder ein Dimensional drunter. Den Rest kennt ihr jetzt auch schon. Meine Zweige und alles. Aber da müsst ihr jetzt noch mal kurz durch. Wie gesagt, die Klebepunkte, da braucht ihr wirklich viele. Die gehen hier rasend weg. Aber wie gesagt, also man könnte es auch anders machen, wenn ihr das jetzt gar nicht habt oder wenn ihr da ein bisschen sparen wollt. Und meine drei Elemente noch dazu. Schön. Fällt mir auch sehr gut. Also die letzte Variante für heute. Brauche ich wieder mein Snail. Wo liegt der? Hier. Mit dem klebe ich mir das Ganze jetzt nochmal auf meine Schoki. Und habe nochmal eine andere Variante mit einer Stanze wieder gestaltet. Und mit ein bisschen gemalt. Ihr könnt es, wie gesagt, stempeln, malen. So eine Blüte. Also da seid ihr völlig frei. Hier habe ich es eben so gemacht, dass ich die Blüte nur zweimal ausgestanzt habe. In Flieder ist es jetzt. Und hier in der Mitte einfach drei kleine Glitzis gesetzt habe. Da könnte man auch so einen großen silbernen schön setzen. Das wäre auch hübsch. Und ja, so ist wieder noch mal eine andere Variante eben mit Stanzen entstanden. Und da könnt ihr jetzt auch wieder auswählen, was euch am besten gefällt. Und ich gucke jetzt, ob ich noch ein paar ins Bild kriege sozusagen für meinen Schlusssatz noch. So ihr Lieben, jetzt habe ich mal versucht, euch alle ins Bild zu legen. Ich hoffe, es geht so einigermaßen. Und also alle sind es natürlich noch nicht, aber so alle Varianten, wo wir heute gemacht haben. Und ja, ihr könnt jetzt einfach auswählen, was ihr für Materialien zu Hause habt, für welchen Anlass ihr das haben wollt und was euch am besten gefällt natürlich. Vielleicht auch von den Farbideen, da könnt ihr natürlich auf das Ganze hier zurückgreifen, müsst ihr nicht alles selber ausprobieren. Ja, und ich muss sagen, also ich finde die alle total schön. Was ich auch ganz toll finde, ist das kleine Gänseblümchen, das finde ich auch super und natürlich meine Mohnblüten. Also ihr wisst es, wenn ihr meine Videos verfolgt, es sind schon einige online, einige Mohnblütenideen. Ich verlinke euch da noch was oben und es kommen auch noch einige. Also ich habe noch ein Mini-Album, was ich euch zeigen will und eine kleine Verpackung und Karten. Und also da gibt es noch ganz viel, weil ich da einfach bin schwer verliebt. Ja, und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und ich hoffe, euch haben diese Ideen gefallen. Vielleicht habt ihr auch Lust, jemandem eine Kleinigkeit vor die Tür zu stellen oder euch bei jemandem an der Kasse zu bedanken für den Einkauf. Oder egal, also das ist wirklich universell einsetzbar. Wenn ihr eine Feier habt, wie gesagt, könnt ihr es auch nutzen und... Also ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dieses Video, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachbasteln, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!